Wer heute noch ein Decktelefon kaufen muss, der hat so ein bisschen die Qual der Wahl, welche Setup-Variation er nimmt. Es gibt im Grunde drei Stück, die man unterscheiden kann. Ich gehe jetzt mal immer davon aus, dass ihr natürlich von einem dass wir von einem Internetanschluss sprechen, also kein analoger Anschluss, wo wirklich nur Telefon dran läuft. Die erste Konstellation, die es gibt, ist deckt im Router. Die modernen Router wie Speedport und Fritzboxen, die haben in der Regel eine deckt-Basisstation integriert und ich kann direkt die deckt-Handtelefone mit dem Router koppeln. Die nächste Option ist, das ist eigentlich eher die Legacy-Variante, das ist die Konstellation mit analoger Basisstation. Also diese analoge Basisstation hat oft so einen TAE-Stecker und die konnte man dann wirklich auch früher noch in die Telefonbuchse direkt reinstecken. Mittlerweile werden die in die Router gesteckt. Die Router haben jetzt also auch eine TAE-Buchse und der Router übersetzt dann das in die digitale Technik, also in die Voice-over-IP-Technik und meldet sich am SIP-Server an und stellt dann dem Telefon wiederum die Telefonie bereit. Die dritte Variante ist eine separate Basisstation für deckt und mit Voice-over-IP, also das ist dann auch so ein Gigaset-Teil, das hat aber schon Voice-over-IP integriert und das braucht nur noch Internet. Das heißt, das kann ich zum Beispiel mit Powerline, deshalb habe ich das jetzt woanders hingestellt hier in dem Haus, kann ich mit Powerline irgendwo hinstellen im Haus. Es braucht nur eine Internetverbindung. Ja, welche ist die richtige für euch? Gibt es da ein Patentrezept? Und ich würde sagen, ja, das gibt es in dem Ausnahmefall mal. Falls ihr jetzt noch gar keine Hardware habt, dann würde ich euch wirklich dazu raten, zu AVM-Geräten zu tendieren. Und zwar sowohl Router als auch Telefon. AVM bietet das Fritzphone C5 an oder ich glaube C4 gibt es auch noch und halt die üblichen Fritzboxen und man kann auf der Herstellerseite auch sehen, welche denn deckt unterstützen. Vorteil von der ganzen Geschichte ist einfach, da springe ich mal zur nächsten Folie, man hat alles aus einem Guss, das ist ja immer schön, aber man hat auch einen hohen Funktionsumfang, einfach weil man einen Fax in der Fritzbox hat. Man kann also Bilder verfaxen oder Text auch einfach reinschreiben in der Weboberfläche der Fritzbox und kann die faxen. Man braucht also kein separates Faxgerät. Man kann auch Faxe empfangen und zwar per Mail. Also besser geht es ja schon gar nicht mehr. In der Fritzbox selber ist ein Anrufbeantworter drin. Man hat verschiedene Telefonbücher in der Fritzbox und man kann sich per Mail benachrichtigen lassen, wenn es einen verpassten Anruf gab oder auch der Anrufbeantworter kann die Audiodatei mit dem draufgesprochenen direkt schicken per Mail. Und dann gibt es auch noch so ein paar Gimmicks wie RSS-Feeds oder Smart Home-Steuerung. Also das gibt es dann natürlich auch noch. In dem Schaubild habe ich jetzt auch noch eine weitere Setup-Variante aufgezeigt. Und zwar kann es ja sein, dass man in einem großen Haus wohnt und die Deckt-Funkausbreitung halt nicht in jedes Zimmer reicht. Da würde sich zum Beispiel anbieten, nicht irgendwo im Keller den Router stehen zu haben, sondern den Router über Powerline oder über eine WLAN-Brücke zu einem zweiten Router zu verbinden. Dann diesen zweiten Router das ganze Deckt machen lassen oder die ganze Telefonie regeln lassen. So hätte ich dann den Router vielleicht in der Mitte des Hauses stehen und hätte überall guten Empfang. Das hätte natürlich zusätzlich noch den charmanten Vorteil, dass ich bei AVM da die Mesh-Technologie zum Einsatz bringen kann. Das heißt, auch die anderen WLAN-Geräte würden davon profitieren. AVM empfehle ich deshalb, weil das einfach schön zu konfigurieren ist und man diese vielen Möglichkeiten hat, die ich eben vorgelesen habe. Hier seht ihr mal einen Screenshot, wie so mit der Konfiguration aussieht. Das sind die Rufnummern. Da sieht man auf den ersten Blick, ob die sich erfolgreich angemeldet haben. Man kann die bearbeiten. Man kann intern anrufen. Man kann die Anrufbeantworterzeit steuern und, und. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Was sind denn die Nachteile? Warum empfehle ich denn jetzt hier nicht diese andere VoIP-Basisstation? Naja, man kann ja auch Gigaset-Telefone kaufen. Ja, klar, das kann man machen, das ist auch kein Problem. Ich finde einfach nur diese Gigaset-GoBox, ja, unschön zu konfigurieren. Es spricht im Grunde nichts dagegen, die zu benutzen mit einem Gigaset-Telefon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ein Fritzphone damit funktioniert. Das habe ich jetzt zwar hier mal aufgezeigt. Wenn die Deckt-Standards unterstützen, sollte das auch gehen. Nur man hat halt wieder in der Situation zwei Web-Oberflächen, auf denen man rumkonfigurieren muss. Einmal auf der Fritzbox den normalen IP-Anschluss einrichten, also den Internetanschluss einrichten. Und die Gigaset-GoBox ist dann für die Telefonie verantwortlich. Also muss man sich da auch noch auskennen und da auch noch rumkonfigurieren. Zudem ist der Funktionsumfang, wie schon beschrieben, bei der Fritzbox einfach höher und ja, man hat halt alles in einem Gerät. Ganz nachteilig ist diese analoge Basisstation, denn dort habe ich die Verbindung zum SIP-Server in der Fritzbox. Die hätte ich bei der VoIP-Basisstation immerhin in der Basisstation selbst. Den Anrufbeantworter wiederum habe ich in der Basisstation des Gigaset und ich kann die auch nirgends anders hinstellen als neben die Fritzbox, weil ich ja diese TAE-Anschluss brauche und den kann ich nicht einfach mal eben mit Powerline erweitern. Da bräuchte ich dann wieder ein extra Gerät, also wieder eine Fritzbox, wo ich das ranstecken könnte. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum genau meine Empfehlung ist, dass man deckt im Router einfach benutzt, einfach weil man weniger Konfigurationsaufwand hat,
mehr Funktionen hat, ja, und auch irgendwie flexibler ist, weil man am besten alles von einem Hersteller nimmt und damit das auch erweitern kann zum Beispiel und auch immer die Funktionen am besten aufeinander abgestimmt sind. Wer jetzt schon ein Telefon hat, der kann das auch mit seinem bestehenden Router koppeln, da gibt es Kompatibilitätslisten bei Panasonic und Gigaset, die kann ich euch mal verlinken, da könnt ihr euer Handgerät eingeben und euren Router.